Let's go. Meine Runde, genau. Oh, so, nach einem kleinen Intermezzo. Mich hat gefuttert. Der ist jetzt proppenvoll. Naja, erstmal hier den Boys den Krieg erklären und ich nehme mal mit. Kommen hier einfach runter nach Dämmerlicht und meinen, sie müssen uns hier plündern. Das ist halt wieder ein schöner Hinterhalt. Achtmal Gefahr aus der Tiefe. Wahnsinn. Achtmal bringt der Krieg aufs Feld. Unglaublich. Gut, die Nahrung ist gekappt. Gold sieht eigentlich relativ gut aus. Nehmen wir Einheitenverstärkung mit. Fraktion vernichtet. Ja, kannst du ja erstmal zurückkommen, ne? Gut, wir haben noch 3 Runden. Jo. Du gehst erstmal hier in den goldenen Turm. Euch beiden hier oben haben wir ja gesagt, wir lassen euch hier erstmal stehen. Haben auch alles Besondere mitgenommen. Nimmst mal deine Waffe mit. Du hattest den Aufseher. Soweit, so gut. Du bleibst so und so hier unten stehen. Und mit dir waren wir ja am Anfang dabei, erstmal ein paar Truppen zu sammeln. Nun gut, ich würde sagen, wir packen hier 2 davon rein. Ich denke mal, wir werden, obwohl, das bringt eigentlich nichts, ne? Ich meine, Rüstungsdurchdringend ist nett, aber lieber 2 hiervon noch mit rein. Und dann warten wir auf die Sturmratten. Soweit, so gut. Können wir noch was Schickes hier bauen? Können wir fertig bauen? Ja, dich können wir fertig bauen. Zumindest so gut wie fertig. Und dann gucken wir uns gleich doch mal die wunderschöne Videosequenz an, ne? Also ich meine so... So geht es. Also es ist an und für sich ganz angenehm. Man merkt es halt zu Beginn, dass die Kampagne echt hart ist. Aber im Großen und Ganzen, man kommt eigentlich mit dem Quiek gut zurecht. Ich meine, wir bauen uns jetzt noch eine Armee auf. Kostet uns jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr im Unterhalt. Aber das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Wie gefällt dir denn der Seuchenclan, Micha? Ja, ganz okay. Ist er Seuche genug? Contract taken. Ah, ja, ja. Ja, wie ihr mitbekommt, der Micha ist ganz, überrascht, wie gut ihm die Skaven gefallen. Ich bin begeistert von den Skaven. Die sind, oh my gosh. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich meine, gut, der Micha hatte auch mal gute Zeiten. Ne? Ich meine, als allererstes mit den solchen Katapulten in Warblitzkanonen, das hat ja schon Spaß gemacht. So ist es nicht, ne? Aber man muss auch dazu sagen, es ist mit den Skaven wirklich schwer, Autogefechte zu führen, ja. Das kann ich auch nur bestätigen. Das ist gar nicht so einfach. Gegenüber anderen Fraktionen. Oh nein, Alter! Scheiße. Gut, dann machen wir es halt ohne. Brauchst du nicht. Da haben die echt schon Elite-Rang, denn solchen Katapulte, das ist halt schon. Ja. Haben die sich so gedacht, naja, dann nehmen wir, wenn es sein muss. Also, pst, Achtung, Katzin. Ready? Mhm. Such a paradise. Unblemished. Pure. It must be gifted the touch of pestilence. That the reptile things attack me for this is blasphemy.
lead me to the Crimson Skull, so I make it powder and restore my Rod of Corruption. Yes, yes. Let us begin. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Clan yes. Pestilence. Hallo, du Seuche. Hatti, hatti. Ach, der Clan Pestilence ist halt schon extrem cool. Also es ist dafür, dass es ein ziemlich neuer Clan, der dazu gekommen ist zu uns, Skaven, ein riesengroßer und sehr mächtiger Clan. Schon interessant. Micha spielt seine Quest. Was ich ja immer noch so sehr feier, ist ja, dass du wirklich mit deinem Kommandanten um dich herum so ein Seuchenfeld hast. Es ist, dass man das auch grafisch sieht in aller Pracht, das ist halt so gut gemacht. Halt so richtig. Die Assassinen. Dolche so groß wie der Körper. Ah, der Seuchenclan. Das ist irgendwann mal was für mich für Mortal Empires, denke ich mal. Müssen wir mal gucken. Also so mit Pest und Co. Kommt auf jeden Fall was zusammen. Also du stellst dich erstmal auf und dann gehst du vor, oder? Warum fragst du mich überhaupt? Das war jetzt nur geraten eigentlich. Wollte ich nur die Bestätigung haben. Fragst du dann immer? Was für eine Reichweite, die Artillerie. Nun gut, allzu viel hat der Gegner ja nicht zu bieten. Aber sind immerhin natürlich the only one Tempelwächter. Wir können uns mal die Farben angucken. Also ich finde, hier sind ja recht hübsch mit dem Blau gewählt, ne? Wir sehen auch eigentlich ganz nett aus. Das ist schon cool. Natürlich die Kroxigore und hat einen Stegadon dabei. Sogar ein ehrwürdiges. Das ist übel. Und es nähert sich feindliche Unterstützung. Eine Menge Raptoren auf der linken Seite. Micha, sollte es vielleicht stoppen? Tja, was haben wir denn? Gehörnte? Nee, wilde Kampfwechsel. Oh. Ein Carnosaurus. Na komm, zeig dich her. Die Viecher sind halt schon übel. Ne? Eieiei. Da möge das Fressen beginnen. Die kleinen Raptoren, die habe ich echt vermisst. Dass das eine Armee-Fähigkeit ist, das verstehe ich gar nicht. So ein Rudel Raptoren, aber nun gut. Dann sind sie im Game mit drin. Und die Seuchenkatapulte in Reih und Glied. Da geht es los. Das brachiale Feuer des Todes. Treffen zwar noch nicht viel, der ist ja fleißig am Ausweichen anscheinend. Ah doch, sie haben, glaube ich, getroffen, oder? Was rennt da hinten? Ne, das sind die Kampfwechsel. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe ein ganz schönes Loch in seiner Mitte. Natürlich auch gefährlich. Und da kommt es. Das ehrwürdige zum Carnosaurus zurück. Boah, Wahnsinn.
Ja, in dieser echten Schleuderei einiges zu tun. Gerade mit den Kroxigoren. Das ist dann schon ein bisschen heftig. Oh, und da gibt es eigenen Artilleriebeschuss. Das ist natürlich bitter, aber die sind schon am Flüchten, ohne dass sie durchgedreht sind. Das ist natürlich sehr cool. Oh, mächtiger Zauber. Mal gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Oh, zieht sich auch schon zurück. Der Dino kommt nochmal rein. Wahnsinn, diese Sprungkraft. Kam der Seuchenwaffe. Was gibt es dann für eine Waffe oder was kriegst du? Irgendeine Waffe. Irgendeine? Ja. Ich kriege. Oh, sehe ich gar nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht. Giftklinge? Ich glaube schon, ja. Weiß ich nicht. Oh, ich komme oft durcheinander mit den Artefakten von den Helden. Ja, schöner entscheidender Sieg. Also, ich meine, die Rattenbrut hat ordentlich Erfahrung auch dazu bekommen. Die hat einen ziemlich guten Job gemacht. So ein Kanonosaurus hier um die Ecke. Ich hab den Verderbensstab bekommen. Genau, richtig. Das Verderben. Ja, mehr Flegel als Stab, könnte man fast sagen. Claimed by Pestilence. Tja, damit hat er natürlich jetzt seinen ersten Schatz, in dem Sinne auch seinen zweiten Schatz. Direkt Schaden, das ist ja das Buch, was er dazu bekommen hat, was hier als Zepter abgebildet ist. Den Verderbenstab. Für Verdorren, Kosten Winde der Magie. Ist halt der Hammer, ne? Ich meine, 11 Sekunden um sich herum für Kämpfern Schaden zu... Direkt Schaden, das ist halt Wahnsinn. Was für eine schreckliche Pest. Guide us, Horned One. Ja, Gleichgültigkeit vortäuschen. Wir haben noch zwei Runden. Zwei Runden. Ja, Quiek, was machen wir denn mit dir? Erstmal kurz hier rüber. Ich meine, wir haben ja noch zwei Runden. Kannst hier ein paar Sachen mit abgreifen. Nimmst du ruhig mal ein bisschen schweres Eisen. Ein paar Buffs für die Armee mit. Eigentlich nicht schaden. Weg auf den Mond. Und ein Glückstein, ne? Das ist ganz cool. Physische Resistenz. So, der restlichen Armee geht's gut. Gehe ich mal stark davon aus. Das läuft. Gebaut. Ja, noch eine Runde. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Hier auf jeden Fall die Garni reinzimmern. Ich nehme jetzt auch noch mit. Euch haben wir schon. Dann bleibt ja nichts anderes übrig als dich. Und dann haben wir natürlich einmal hier oben noch den Spaß. Weil es halt uns überlassen, was wir eigentlich reinbauen. Das ist... Ich meine, die Garni ist halt wichtig, falls was passiert. So. Ja, mir ist es ja gar nicht. Ne? Hier geht es ja gar nicht ums Erobern wie in Mortal Empire. Ich vermisse es ja ehrlich gesagt so ein kleines bisschen. Hier geht es halt um die Rituale.
So, gleich ist es noch eine Runde. Clan-Waffenkammer. Ja. Sehr gut. Ach ja, was denn? Schon wieder. Waffenkeks. Ach ja, macht dir nichts raus, Micha. Die Helden sind halt die Helden. Das ist... Nicht zu viel hineininterpretieren. Ich meine, die Todesläufer sind dann für sich eine ziemlich coole Einheit. Die ist auch extrem stark. Die Todesläufer von Clan Rictus mit der Tränenklinge, die sind bitterböse. Es ist das Gegenüber oder das Stück gegenüber zu der Flegel-Infanterie und Co. Die greifen aus dem Schatten an. Gerade der Tretsch, der kennt sich damit ganz gut aus mit der Einheit. In dem Sinne der Clan selbst. Das ist halt schon cool. Meine minus 50% rüstungsdurchdringende Angriffe, das ist schon, das ist nice. Das ist ganz cool. Haben an für sich ganz gute Werte. Natürlich Nahkampfabwehr und Co. kann man überall drüber meckern. Sie haben halt die Verhüllungsbomben. Das ist ganz gut, um die Einheiten auch gut reinzukriegen. Sie lange wie möglich nicht zu entdecken. Und da geht er mich herein. Ja. Der arme Trapp. Er schwindet ein bisschen seine Armee. Dreck mal rauben. So, unsere Runde. Ich würde sagen, tötet sie alle. Erfahrungspunkte für Rally Schnelli. Der Assassin hat einen Punkt dazu bekommen. Überlebenskünstler bitte First. Und würden das Geld erstmal sparen. Der Rest kann sich frei bewegen. Ist ja eh gerade nur Quiek. Und dann haben wir letzte Runde. Da bin ich echt gespannt mit dem Ritus. Ich meine, das Ritual der Reifung. Arr. Und rekrutieren müssen wir erstmal. Auf keinen Fall. Können wir uns jetzt noch in aller Ruhe ein bisschen ausbauen mit dem, was wir halt haben. Vielleicht geraten wir noch mit Khemri in Krieg. Ich will es jetzt mal nicht hoffen. Ich meine, plus 89 ist ein guter Wert. Wir sind enge Freunde. Es gibt keinen Grund, warum er mich angreifen sollte. Hat er eh noch zu tun mit den Anhängern des Nagash. Und von daher... Werden wir jetzt in Ruhe unsere Warpstones sammeln. Aber eins weiß ich nicht, warum der Michael das nicht alles einnimmt. Der macht mich... Weil das ist immer ein Warpstone mehr. Ah. Oder hast du Nahrungsprobleme? Ja, ich hab... Drei Nahrung mache ich noch. Drei? Okay. Ich. Ja, da oben hast du ja noch eine Weide. Nein, Spaß. Ach ja. Nun gut, dann gibt's ja jetzt gleich das Video. Ja, gell? Es gibt gleich das Video, Sanku. Oh my gosh. So, ready? I'll take off. Red Video kommt. Warte, okay, warte doch nicht. Ich wusste, ich hab's vergessen. Hätte doch jetzt ein Schatzsammler sein können. Up
upon the Grey Seer's orders, did the scribe visit the laboratories of Clan Mulder to secure strong specimens enhanced by the ritual for the labors ahead. Construction continues, but Skaven Blight is strangely silent. Are our lords fully apprised of Valskreek's plan? Interessant. Okay, das ist natürlich interessant. Also die grauen Propheten. Also das irgendwas, das ist interessant, ihn besprühen. Nee, sie verkaufen. Also das ist wirklich interessant. Das ist... Nicht superior. Das Skaven bleibt nicht davon weiß? Ah, ich meine, wir reden hier über die grauen Propheten. Das und deswegen Skaven Blight jetzt ihre eigenen Sachen vorhat oder so? Naja. Naja, sag ich jetzt mal. Patchy fur, not trusted yet. Müssen wir mal gucken. Warten wir mal ab, was kommt. Also ich meine, die Geschichte ist ja noch nicht komplett am Ende. Ich bin neugierig, was uns da jetzt noch erwartet. Das auf jeden Fall. So, wir machen 1000. Och Gott, das ist... Wir sparen, glaube ich, erstmal einfach das Geld. Wir haben so und so nicht mehr so viel zu tun. Wir könnten natürlich noch ein bisschen mehr Produktion holen. Hier noch vielleicht ein bisschen rein. Rekrutieren müssen wir hier nicht. Vielleicht ein bisschen Verlustverstärkungsrate. Aber ich meine, so im Allgemeinen sieht es ja relativ nice aus. Das restliche Geld, das können wir uns erstmal sparen über die Runden. Also ich habe jetzt 7300 gerundet an Warpstones. Dass wir oben den Schlund immer noch haben, ne? Es ist halt... Fraktionen angetroffen, Aufliegler-Armee. Da bin ich ja mal gespannt, wo die rumhängt. Dann kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Bei mir? Nö. Scheint nicht so zu sein. Schade. Ja, wir könnten auch die Schätze abgrasen. Könnten wir noch alles machen. Wie viele Warpstones machst du die Runde, Micha? 10. 10? Nein, 44. Okay. Ja, zieht sich dann jetzt je nachdem ein kleines bisschen. Ja, Sanko, nur wegen dir, weil du nicht so viel expandieren wolltest. Ich finde, ich bin gut expandiert. Ich meine, wir sind ja schon in Runde 148, ne? It was the comet's wake that weakened the vortex. Surely a cruel trick by the gods. It's not like mortal creatures could move a comet. Hang web
Ja, doch, doch, das können sie, ne? So, Technologie erfolgreich. Achso, hier komme ich noch gar nicht hin, weil wir brauchen das hier. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal knallhart durch. Yo. Ja. Könnten wir natürlich mitnehmen. Warum denn eigentlich nicht? Das ist ein nettes Gerät auf dem Schlachtfeld. Ja, Tretsch hat hier noch einen Stufenaufstieg. Respektiert und gefürchtet. Der Rest ist ziemlich ruhig. Ja, soll ich das jetzt machen? Sollen wir? Meine Quiek ist gerade hier oben, so in aller Ruhe. Ich möchte eigentlich jetzt ungern irgendeinen abziehen. Was wir aber machen könnten, ist natürlich... Müssen wir mal gucken. Wo haben wir hier noch überall was? Da. Dann würde ich sagen, machen wir es hier. Holen wir uns noch einen kleinen Kommandanten. Sammeln wir die Schätze ein. Warum denn eigentlich nicht? So, und wo einer hier rüber? So. Ja, es ist natürlich eine Frage der Zeit. Ich sag mal, die Armeen sind eigentlich schon in Position. Ich bin gewappnet für das Ende. Dauert natürlich jetzt ein bisschen. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon rum. Halt immer so ein bisschen nervig, das dauert jetzt ein bisschen. Warte in der Koop-Kampagne, in der Singleplayer-Kampagne kommt man relativ schnell voran, finde ich. Aber das hatten wir ja schon festgestellt mit Haganet und Nagarond. Was? Hm? Du bin ich unverlässlich? Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast mich mit allen reingezogen. Du bist schuld, Sango. Du bist auch die Ratte. Du hast mich mit reingezogen. Du bist schuld daran. Ja, natürlich. Oh, wenn schon Scave, dann richtig Scave. Oh Mann. Ist doch alles gut. Wir müssen auch nur noch durchhalten. Ist alles picobello. Ist ja gut. Entschuldigung, ich... Ist doch alles supi. 28 Siedlungsunterhalt. 28 Siedlungen haben wir. Ich hab 24. Könnten theoretisch sogar noch zwei mehr sein, aber Camry kam uns ja ein bisschen dazwischen. Entgegen. Ja, 24. Bin ich sogar größer wie du, ja? Jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20. Gefühlte 20. Naja, mach mal in Ruhe. Ich meine, die Kalida nimmt da oben ja schon alles ein. Also, ich kann. Für uns ist es eh nur noch ein Spiel mit der Zeit. Was soll uns halt jetzt noch gefährlich werden? Ich finde, wir haben die Kampagne jetzt schon ganz gut gemeistert. Technologie stillen Fehlschlag. GG. Vitus läuft ab. Kontrolliert. 8 vollständige Provinzen. Mission erteilt. Ja, das ist, werden wir nicht schaffen. Die. Das werden wir so in der Hinsicht nicht schaffen. Das ist aber auch nicht schlimm. Na, dann komm mal rum, du Warlord hier. Untergangstechnikus, Intrige der Pestilenz, er bringt uns ja alles nichts. Nein, so cool die auch sind, die Dinger, aber jetzt so in Friedenszeiten, weiß ich nicht. Ich könnte die halt rekrutieren, ich könnte sie zum Beispiel nach Lothan mal bringen oder so, ne? Aber ich finde, der Weg, der ist einfach zu weit, ist zu mächtig. Jetzt machen wir nur noch 774 Gold die Runde. Das wird natürlich spannend, das letzte Ritual. Also ich meine, wir hatten ja
Also nicht nur ich mache da oben Terror, auch das Chaos. Okay. Chaos ist jetzt vernichtet. Ja, habe ich auch gerade so gesehen. Ja, gut, dann halt. Nicht nur ich, sondern auch Chaos vernichtet.